Manche Leute lieben die Schärfe bei Chips besonders und Pringles sagt, wir können es noch schärfer mit Pringles Scorchen. Mal gucken, was diese Edition aus dem Ausland kann. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, es gibt scharfe Pringles. Mal wieder, diesmal aus Amerika. Pringles Scorchen. Ja, die habe ich von meinem Händler, wo ich öfters mal wieder Sachen bestelle. Das wisst ihr ja bei Snack hier. Bei Snack hier habe ich mir die mal bestellt, denn die sollen noch schärfer sein als die deutschen Sizzlen. Glaube ich, Sizzlen, die sind die in Deutschland. Ne? Die ist eher eine Edition. Die haben, glaube ich, viele gar nicht so wirklich bekommen im Handel, aber online gab es die. Ja, und dann habe ich diese gesehen und dachte mir, ich, der so super gerne scharfe Chips esst, testet die. Also teste ich sie und ich erwarte nichts und ich freue mich da überhaupt nicht drauf. Aber ihr wisst, ich teste gerne Sachen. Mein Nachbar, den habe ich welche mitbestellt. Der liebt total scharf. Der wohnt eine Etage unter mir. Den habe ich dir mitbestellt. Die hat er mir dann auch ganz normal bezahlt. Wir sind da immer. Komm, ich sage, komm, ich sehe was nicht. Ich weiß, es ist scharf, bestelle ich das einfach mit. Der hat schon gegessen und sagte, ja, sind okay. Seine Freundin hat die probiert und hat gesagt, boah, sind die scharf. Dann weiß ich, was bei mir kommt. Boah, sind die scharf. Weil ich esse nicht so oft scharfe Chips. Wie gesagt, ich habe bei Chips eher so das. Also ich würde mir hier so die Sorte hier mit Lime und so brauche ich. Also Lime ja, Sour Cream, Kräuterbutter oder so die verrückten, tollen Geschmäcker. Aber ich brauche kein Scharf. Also ich mag zwar pikant, aber ich muss keine Schärfe haben. Aber egal, die hier. Um die geht es jetzt. Und jetzt gucken wir mal. Zutaten, Nährwerte, leider in Englisch natürlich. Blende ich euch mal ein. Ihr seht jetzt also, was das ist. Kalorien 150 auf 15 Pringles. Also 15 von diesen Scheiben. Ja, und Zutaten natürlich alles Mögliche drin, wie immer. Mit Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Proteinpulver, ist sogar Whey mit drin, geil. Natürlich, wer braucht sie nicht? Chips mit Protein. Garlic ist hier noch mit drin, noch ein paar Schärfe und Paprika und Vinegar und Red Four Lake Malt, keine Ahnung. Genug. Wir gucken uns die grüne noch schnell an. Da ist ein bisschen weniger drin, wie man sieht, also weitaus weniger. Wird aber mit Chili-Pfeffer gemacht, Onion-Pulver, Garlic-Pulver, ja, aber es soll doch nach Chili und Lime schmecken und es ist weder Chili noch Lime drin. Chili-Pepper-Pulver war natürlich aber, naja, mal gucken, was es kann. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber wir probieren sie jetzt. Ich habe euch keine Nahaufnahme gemacht, denn es sind Chips. Bei Chips reicht es, wenn ich euch kurz in die Kamera halte. Alter, die sind total rot. Huh. Da darfst du nicht reinpusten und gleichzeitig einatmen. Das brennt sofort in der Nase. Ich glaube echt, die brennt. Ich habe mir hier schon Schokomel hingestellt, ein bisschen zu neutralisieren, wenn es mir zu scharf ist. Leider ist der Chip ein bisschen kaputt. Aber ich zeige euch den mal. Ah, da seht ihr das. Wenn ich stelle mal die Dose hin. Sind ein paar kaputt gegangen, war lange unterwegs. Muss man sagen, denken wir aus Amerika schon lange unterwegs gewesen und dann nochmal hier nach Deutschland und naja, hat die Reise nicht so gut überlebt, aber ja, das sind sie. Scharfe Pringles mit Chili-Lime-Geschmack. Wir probieren. Ja, die haben wirklich Kraft. Also ich habe es ja gerade schon durch das Pusten gemerkt. Probier jetzt nochmal einen zweiten. Ja, also, es entwickelt sich im Mund und im Rachen und es wird mehr. Also man merkt es auch, es wird wirklich mehr im Rachen. Also es wird dann immer durch die Flüssigkeit, durch den Speichel, den du hast, wird das schärfer und schärfer im Rachen und kriegt auch wirklich einen leichten Brenncharakter. Also es ist jetzt nicht so, dass du diesen nicht essen kannst. Für mich ist es nun gar nichts. Also die Packung nehme ich so mit ins Büro, können die Kollegen essen. Sollen die sich schön über den Tag im Büro mal schön scharfe Pringles reinballern. Also Pringles, Scorchen, Chili and Lime. Was kann das? Punktemäßig. Das ist die große Frage. Also es schmeckt nach dem, was draufsteht. Und sie haben auch eine gewisse Schärfe. Ich denke mal, für den einen oder anderen kann es zu wenig sein. Für den einen oder anderen ist es aber auch zu viel. Sie geben aber das, was versprochen wird. Und ich sage mal auf jeden Fall trotzdem 4 von 5 Punkten. Ja, 4 von 5 Punkten, das kriegen sie eigentlich. Das können sie eigentlich, haben sie verdient. Also war nie schlecht, aber
Chili und Limette passt gut zusammen. Aber man muss es halt mögen, dass es wirklich so scharf ist. Also, okay, ist zu erwarten, ne? Steht auch drauf. Und hier ist jetzt die Version Barbecue. Ich bin auch kein Barbecue-Chip-Fan, auch so eine komische Kombi immer. Haben die gleiche Färbung. Okay, hier sieht das jetzt nicht so schön drauf aus. Ist hier mal so ein Chip, der ein bisschen schön aussieht. Da hat die Packung auch ein bisschen besser überlebt, aber jetzt seht ihr das. Sieht also fast identisch aus. Also jetzt kein Farbunterschied zwischen den beiden. Mal gucken. Also es wird, denke ich, mal scharf sein. Wenn die andere schon so scharf war. Die ist aber rauchig. Ja, noch ist die Schärfe. Ja, es entwickelt sich gerade was im Rachen. Man merkt es gerade beim jetzt so ein paar Sekunden warten. Ich muss sagen, Barbecue ist milder. Also die Barbecue-Edition ist echt milder als die Chili und Lime. Sie ist rauchig. Barbecue ist es nicht ganz. Boah, jetzt läuft mir ein bisschen die Nase. Ich muss aufpassen, mir nicht in die Augen zu reiben. Ich finde, für mich persönlich schmeckt sie runder und sie ist so angenehm scharf. Sie hat zwar eine Schärfe, man merkt es auch im Hals. Also man kann auch nicht viele von essen, wenn man jetzt nicht der Schärfe-Fan ist. Aber wenn es rein um Schärfe geht, ist die Chili und Lime bei weitem kräftiger. Die hier ist die ausgewogenere Sorte. Die schmeckt so ein bisschen ausgewogener, runder, weil du hast ein bisschen Schärfe, du hast ein bisschen Barbecue, du hast so eine Knoblauchnote, du hast dieses Rauchige dazu. Also hier ist so ein bisschen mehr los im Mund. So als Grundchip finde ich den Chip hier besser. Schärfemäßig finde ich ihn aber enttäuschender. Ich würde ihn aber auch nur 4 von 5 Punkten geben. Also ich würde ihn jetzt nicht besser bewerten. Also ihr habt hier die perfekte Auswahl, wenn ihr sagt, ein bisschen scharf und und ist nicht so Barbecue-lastig, nehmt die. Wenn ihr sagt, hey, ich will scharf und Chili und Lime, finde ich ganz gut, nehmt die grünen. Die beiden, wie gesagt, gibt es ab sofort in ausländischen Online-Shops wie Snackier. Und ja, könnt ihr euch holen und könnt euch den scharfen Genuss holen. Jetzt reicht jetzt. Ich trinke jetzt nochmal einen Schock Schokomel. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Edition testen würdet oder nicht. Und ob ihr scharfe Chips mögt oder nicht. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Tests. Bis dahin. Ciao. Euer Bob.